Alter Schwede! Nein! Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Crysis 3. Au. Wow. Ich hör's doch jetzt schon, was jetzt kommt. Verdammt. Kacke. Ich will nicht gegen Aliens kämpfen. Weil die sind irgendwie schon ein wenig gruselig. Weil die selber solch eine Technik besitzen. Mein Gott. Vorsichtig. Zu einem Punkt zum anderen. Moment. Was? Schüsse überall und Helis und Krieg und... Ach, du Scheiße. Was? Bitte was? Sitzt da wirklich jemand? Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind Carrier der Sam in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umsetzen. Negativ. Die Sam haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mind Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Haben die mich gesehen? Ich glaube schon. Aber das sind nicht diese Jäger. Das finde ich gut. Das sind diese ganz normalen Aliens. Die sind ja, ja, in Ordnung, sag ich mal. Achtung, hier ist Turm 436, stehen unter schwerem Beschuss. Massive SEP-Verbände kommen in unsere Richtung. Alter Schwede. Turm 436, hier Bodeneinheit Täter. Hoppala. 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Täter 1, hier Overside. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. Schweine! Oh. Alter Schwede! Nein! Hier! Au! Also deine Waffe macht irgendwie sehr wenig Schaden. Findest du nicht auch? Ja. Hey! Geil! Was zum Teufel hat er vor? Er kann sich in Seth-Waffen einklinken? Wusstest du das, Michael? Wie weit weg ist er schon? Zwei verschiedene. Hä? Was? Kann ich auch? Seht ihr? Ja! Komm raus! Jawohl! Wie keine Munition mehr. Haben die nichts gedroppt? Hey, da gibt es aber Muni. Na gut. Was
auch immer das für ein Modus war, aber damit können wir jetzt auch nichts mehr anfangen. Allerdings können wir uns da reinhacken und dadurch eine neue Waffe kriegen. Ach, nee, danke. Nicht das Ding. Wow! Komm her! Wo bist du? Ah, gut. Ich hab's ganz genau gehört. Da hilft das nicht mehr. Jäger. Sie sind hier irgendwo in der Nähe. Prophet, bitte komm. Treffpunkt. Scheiße! Treffpunkt Scheiße. Ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Diese Seth. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Link Shan waren hart. Nope. Komm schon! Yep. Du wirst nicht weiter dich bewegen. Du wirst dich nicht weiter bewegen. Aus. Komm schon. Verdammt. Nix da. Da. Wow! Natürlich. Ihr habt einen Pumpgun. Alles klar. Ach, diese EMPs immer. Wow.
Schwarmintelligenz, ey. Actually, this was not so dumb. Okay. Snipergewehr weiterhin One Hit. Gut zu wissen. Alles klar, alles klar. Drei Feinde in meiner Nähe. Ich liebe diese Waffe. Kann man dich von hier aus abschießen, du hässliches Scheißvieh? Nein. Aber? Bewegt er sich, wenn ich in seiner Nähe bin? Hey. Hey. Sehr gut. Was soll das zu bedeuten haben? Dachte, da könnte man etwas machen, aber nein. Wahrscheinlich hätte man daran seine Munition von den Aliens aufsammeln können. Ja, ja doch. Das könnte es sein. Wow. Heilige Scheiße. System X. Der Alpha-Chef. Durch die Türen kann man natürlich nicht gehen. Müssen wir wieder mit unserem Anzug interagieren? Raus hier! Nein! Psycho? Psycho? Ich höre dich. Brauchst du was? Nein. Wollte mich nur melden. Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. Ja, das dürfte hinkommen. Trotzdem, was soll das sein? Wieso sollen wir das nicht zerstören? Nein? Wahrscheinlich wird unser Ziel der Alpha Seth sein. Seth! Schwarmverstand reaktiviert. Seit der Flucht der System-X-Kreatur weisen unsere Messungen auf eine Reaktivierung des Seth-Schwarmverstandes hin. Aus diesem Grund erwachen alle Seth-Organismen weltweit aus ihrer Starre, einschließlich sämtlicher Seth unter den Liberty Dome selbst. Tun sie, was sie tun müssen, und tun sie es schnell. Dr. Kian, Leiter Xeno-Studien. Gut, Leute, aber wie es nun weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und damit sage ich, hau'nse, bis zur nächsten Folge.